Zu einem neuen Video von mir und zwar zu einem Weekend-Vlog. Und zwar zu meinem Weekend-Vlog Nummer 81. Und ich möchte den Weekend-Vlog gleich erstmal beginnen mit einer guten und einer schlechten Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dass ihr, wie ihr wahrscheinlich ja mitbekommt, dieses Video hier natürlich wieder nicht am Sonntag seht, obwohl das natürlich sonntags rauskommen sollte. Und naja, ihr wisst ja, das Problem ist nämlich, dass ich weg war gestern. Komplett den ganzen Tag und kam gestern nicht zum Drehen. Ich wollte kurz bevor ich weggefahren bin, was drehen, habe auch was gedreht, habe 20 Minuten gequatscht und habe auch eigentlich fast alles gesagt, was ich sagen wollte. Dann, kurz bevor ich eigentlich schon fast fertig war, meinte mein Computer auf einmal, sich neu zu starten, weil irgendein Problem erkannt worden war, was auch immer das war, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er sich da mitten in der Aufnahme neu gestartet. Und deswegen ist das irgendwie nicht richtig abgespeichert worden, beziehungsweise ich habe die Aufnahme noch, aber die Datei ist beschädigt. Und wenn ich die Datei jetzt abspiele, dann sagt er mir zum Beispiel, dass es irgendwie, er sagt mir nicht, wie lang die Datei ist. Also es ist eigentlich alles da, Film und Ton, aber die Datei ist halt irgendwie beschädigt und deswegen kann ich sie leider nicht verwenden und deswegen hat das mit dem Vordrehen nicht so ganz so gut geklappt. Und wie gesagt, wie ihr seht, also die schlechte Nachricht ist, ihr kriegt den Weekend-Vlog schon wieder nicht regelmäßig und das tut mir auch sehr leid. Die gute Nachricht ist aber, weil ich ja jetzt diesen Weekend-Vlog doch jetzt erst drehe und nicht halt gestern schon gedreht habe, kann ich euch vielleicht sogar ein bisschen mehr erzählen, was wiederum wieder teilweise schlecht ist, weil das heißt, dass der Weekend-Vlog wieder länger dauert. Was heißt das ja, wenn wir ganz viel Pech haben, wieder erst am Mittwoch rauskommt oder am Dienstag? Was ich natürlich nicht hoffe. Naja. Auf jeden Fall ein großes, großes, großes Entschuldigung und ihr seht ja, an welchem Tag der Weekend-Vlog jetzt rausgekommen ist und generell möchte ich mich für meine unregelmäßigen Uploads in letzter Zeit ein wenig entschuldigen, aber vorher muss ich das hier ausmachen, weil mein Computer schon wieder irgendwelche komischen Sachen macht und es nervt mich, wenn das hier blinkt, so. Genau. Und zwar habe ich das jetzt, letzte Woche kam ja gar kein Video leider und die Woche davor, beziehungsweise die Woche davor kam ja dann auch kein Weekend-Vlog, weil ich ja in Aschersleben war und so und ja, die WVs kommen mittlerweile auch nicht mehr ganz so pünktlich am Sonntag, das tut mir ziemlich leid. Das Video letzte Woche, das nicht gekommen ist, ist daher geschuldet, dass ich letztes Wochenende relativ viel zu tun hatte und auch diese Woche wird wahrscheinlich kein richtiges Video kommen. Also ich habe noch was ich euch zusammenschneiden kann, was vielleicht ein kleiner Trost ist dafür, dass leider kein anderes Video kommt. Das ist meine Heizung, falls ihr das gerade hört. Und ja, aber ein richtiges Video werde ich wahrscheinlich nicht mehr schaffen, weil wie gesagt, ich könnte das auch nur heute drehen. Aber ich habe, eigentlich müsste ja auch in die nächste Woche eine Rezension kommen, aber das ist ja alles... Naja, gerade ein bisschen doof, weil bei mir das Zeitmanagement ja auch ein bisschen für den Arsch ist. Also ich schreibe nächste Woche 2 Klausuren und einen Biotest und gleich eine Klausur am Montag in den ersten beiden Stunden. Was heißt, dass ich heute auf jeden Fall noch lernen muss dafür. Und deswegen schaffe ich es leider nicht noch großartig was zu lesen oder eben noch ein Video zu drehen. Dafür möchte ich mich auf jeden Fall entschuldigen. Ich hoffe, dass sich das wieder einpendelt demnächst. Also jetzt kommen halt erstmal wieder ein paar Klausuren. Also jetzt, wie gesagt, nächste Woche schreibe ich 2, dann schreibe ich, glaube ich, übernächste Woche eine Geschichte. Aber da haben wir irgendwie auch 2 wirklich Ferientage, also müsste das da eigentlich einigermaßen gehen. Wie das zur Weihnachtszeit dann wieder läuft, weiß ich nicht. Auf jeden Fall möchte ich mich dafür schon mal kurz entschuldigen. Und hoffen, dass ihr mir das nicht so krumm nehmt. Ich bin ja auch nur eine Schülerin. Und ja, falls das jetzt irgendwo in euren Köpfen auftauchen sollte, bei mir ist das halt so, als ich darüber nachgedacht habe, dass meine Videos gerade so ein bisschen unregelmäßig kommen, ist mir das halt eingefallen, weil es halt viele Leute gibt, die mir das gleich sagen würden. Ich werde nicht mit YouTube aufhören. Falls das irgendwie irgendwo sein sollte. Also bis jetzt ist es nicht so, dass mich das in irgendeiner Weise behindert bei der Schule oder so. Ganz im Gegenteil. Es ist ein Hobby von mir. Es ist ein cooles Hobby und ich werde da auch auf jeden Fall mit weitermachen. Nur muss ich halt mal gucken, wie das jetzt weiter wird mit dem Uploadplan. Ob ich meinen Uploadplan so einhalten kann. Wenn sich da was ändert und ich einen neuen Uploadplan aufstellen sollte, dann werde ich euch auf jeden Fall auch Bescheid sagen.
So viel zu dem ganzen komischen Blablabla am Anfang. Ich würde sagen, ich komme erstmal zu der einen Buchsache, die ich habe und zu ein bisschen Zeugs, das ich mir gekauft habe, weil ich euch ja eben so zugequatscht habe und ich wollte euch jetzt nicht gleich nochmal so zuquatschen mit anderem Zeugs. Deswegen halte ich euch jetzt erstmal was in die Kamera. Und zwar war ich am Freitag mit meiner Mutter im Einkaufen. Und ich hatte nicht so einen super Tag und dann habe ich mir einfach mal was gegönnt. Also die meisten von euch wissen es ja bestimmt, ich spare seit August schon und kaufe mir schon seit August keine Bücher mehr. Unter anderem, weil ich da mal ins Kino gehen wollte und sonst meistens habe ich mein Geld immer Anfang des Monats schon ausgegeben für Bücher und kann dann den Rest des Monats nicht mehr machen. Und deswegen habe ich ein bisschen gespart. Ist jetzt auch so, dass mein Handy gerade so ein bisschen in Schrott geht und jetzt ist ja auch bald Weihnachten und deswegen konnte ich mir seit August kein Buch selbst kaufen. Ich habe zwar zum Glück trotzdem Bücher bekommen, Rezensionsexemplare und Geschenke von Freunden und so. Aber konnte mir keins selbst kaufen. Generell konnte ich mir in letzter Zeit irgendwie nicht wirklich was selbst kaufen. Und jetzt am Freitag hatte ich einfach mal gedacht, du musst dir auch mal wieder was gönnen. Und da habe ich mir dann mal was gegönnt. Und zwar habe ich mir eine CD, ganz altmodisch, weil es ja jetzt eigentlich, wir sind ja im Download-Zeitalter und man kann sich ja auch MP3-Dateien auf Amazon runterladen und kaufen. Und da muss man sich ja keine altmodische CD hier eine Physical Copy mehr kaufen, aber ich wollte eine Physical Copy haben, hauptsächlich um sie, das ist bei allen CDs eigentlich immer so, die ich kaufe sie immer zusammen mit meiner Mutter, dann schmeiße ich sie während der Fahrt hinten rein, also bei meiner Mutter in ihrem Mini ist das so, dass sie da wo sie die CDs reinkommen, das hat sie hinten im Kofferraum und dann kann sie da 6 CDs reinmachen, dann kann sie vorne hin und her switchen und dann höre ich die CD meist komplett durch, bis wir zu Hause sind. Dann packe ich sie noch circa 2, 3 Mal in diesen CD-Player, überspiele sie dann irgendwann auf meinen PC und benutze die CD danach meist nie wieder oder fast nie wieder. Aber trotzdem werde ich mir ab und zu mal wieder CDs kaufen, die man sich ja dann auch hinstellen kann. Und das hier ist, falls ihr es noch nicht ganz gesehen habt, obwohl da ja Fat Ezra steht, das, ich weiß nicht, ob es das neue oder das erste oder das einzige Album von ihm ist, aber es ist auf jeden Fall ein Album von George Ezra, es heißt Wanted on Voyage. So, seht ihr das? Ja, ne? Dieses Spiegelzeug ist immer ein bisschen nervig. Guck mal, das ist meine Kamera. Ja, genau. Habe ich mir gekauft mit 12 Titeln. Unter anderem der Titel, der jetzt im Radio hoch und runter läuft, das ist Blame It On Me. Dann Budapest kennt ihr auch alle. Cassie O, Barcelona, Listen to the Man. Leaving it up to you. Did you hear the rain? Droning Boat, Standing by Your Gun, Breakaway Over the Cheek und Spectacular Rival. Und was ich bei diesem Kerl irgendwie mit am coolsten und was eigentlich nicht cool, aber irgendwie voll cool ist, ist, also er hat natürlich eine ziemlich tiefe Stimme, die ich sehr, sehr gut finde. Und dann ist er noch ein, ich nenne ihn mal Hardcore-Brite. Er hat so einen krassen Akzent, dass man sich seine Lieder erst ein paar Mal anhören muss, bevor man überhaupt versteht, was er da singt. Zum Beispiel bei, ich glaube, das ist bei Did You Hear the Rain, da sagt er irgendwas von Lucifer. Lucifer ist irgendwas. Und er verschluckt das ER einfach mal komplett, setzt das ist irgendwie damit ran. Das ist richtig, richtig schlimm. Da muss man richtig, richtig doll hinhören, bis man ihn versteht. Aber irgendwie finde ich das voll cool. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, du holst jetzt einfach mal eine komplette CD von ihm. Ich mag auch eigentlich fast alle Lieder. Und deswegen ist es auch definitiv kein Verlust. Ich weiß gar nicht, ob ich die CD hier gerade drin habe. Ja, habe ich. So sieht die CD aus. Ich habe mir die auch schon rübergespielt auf meinen PC. Das heißt, ich werde sie wahrscheinlich, doch, ich werde sie vielleicht noch ein paar Mal in meinen CD-Player packen und dann. Ja, so viel dazu. Also, diese CD habe ich mir selber gekauft und dann hat mir meine Mutter auch noch was gegönnt. Und zwar hat sie mir ein Buch gegönnt. Also, die teurere Sache. Wir hatten uns da so ein bisschen abgesprochen. Ja, ich kaufe mir die CD und du kaufst mir dann das Buch. Und sie dann so, ja, weil das teurer ist, ne? Aber was hat sie dann gemacht, weil sie ist ja eine liebe Mutti und da freue ich mich auch drüber. Und zwar ist es ein Buch, das ich mir schon mal angesehen habe, denn ich habe aus dem gleichen Verlag der Bels und Geldberg oder ich heiße Gelbberg, Gelb, nicht Geld. Berg Verlag habe ich schon mal Der Schatten meines Bruders gelesen. Dazu gibt es ja auch eine schriftliche Rezension. Und das fand ich eigentlich ganz cool. Und da habe ich im Thalia dieses Buch mir schon mal angeguckt gehabt, weil das auch vom gleichen Verlag war. Und ich fand das Cover auch ziemlich schön und es klang auch ziemlich schön von hinten und so. Und ja, jetzt habe ich es
mir gekauft und beziehungsweise kaufen lassen. Und es geht um das nachtblaue Kleid von Karen Foxley, würde ich sagen, heißt die gute Frau. Und so sieht es aus, finde ich ziemlich, ziemlich schön. Kommt jetzt bei der Kamera vielleicht nicht ganz so gut rüber, aber hier hinten im Hintergrund sind noch so Bäume und hier ist so ein bisschen Tropengewächszeugs. So sieht der Buchrücken aus. Hier ist noch mehr Tropengewächszeugs und cooles Zeugs im Hintergrund, das man vielleicht nicht so gut sehen kann. Ich werde euch jetzt einfach mal vorlesen, worum es geht. Und zwar: Ein Mädchen ist verschwunden. Sie trug das magische Kleid in dieser unerträglich schwülen Nacht, in der die Zuckerrohrzüge stillstehen. Es gibt nicht eine Spur von ihr. Ist es Rose oder Pearl? Karen Foxley erzählt von Rose, einem Mädchen, das seinen Platz in der Welt sucht. Eine Geschichte über Freundschaft, Liebe und Verrat vor der Kulisse des tropischen Regenwalds Australiens. Ein bewegendes Meisterwerk von großer sprachlicher Schönheit. Kraftvoll, lyrisch und überraschend, sagt Kirkes Reviews, und ein wunderschöner Roman voller Spannung bis zur letzten Seite, sagt Bookseller. Und ein Grund, warum ich dieses Buch mir auch so ein bisschen geholt habe, beziehungsweise was ich auch mit dem Verlag jetzt so ein bisschen assoziiere, ist so ein bisschen, wie gesagt, also man sagt hier große sprachliche Schönheit und lyrisch, es ist einfach ein bisschen anders geschrieben, ein bisschen anders als normale Bücher. Jetzt ist es kein Gedichtband oder sowas, aber es ist irgendwie ein bisschen anders geschrieben als normale Bücher, ein bisschen fantastischer, auch wieder so ein bisschen irgendwie anders halt, und irgendwie habe ich mal Lust wieder gehabt auf anders. Unter dem Schutzumschlag ist es jetzt nicht so schick. Also es hat einen hübschen Blauton, den ihr aber in der Kamera wahrscheinlich wieder nicht so gut sehen könnt. Aber einen recht schicken Blauton. Aber auf dem Schutzumschlag sieht das natürlich noch ein bisschen besser aus. Auf jeden Fall klang das einfach mal interessant und anders. Und ich hatte, wie gesagt, mal wieder Lust auf was anderes und freue mich auch darüber, dass mir meine Mami das jetzt gekauft hat. Aber wie ich euch ja schon gesagt habe, habe ich gerade leider relativ wenig Zeit, was Lesen und anderes Zeugs betrifft. Und deswegen weiß ich nicht so genau, wann ich dazu komme, dieses Buch zu lesen. Aber ich freue mich jetzt schon mal schon besitzen, denn es sieht sehr schön aus, auch im Buchregal bestimmt. Und ja, dann gab es noch im Buch drin, konnte nicht runterfallen, so ein kleines Heftchen mit so einer Jugendbüchervorschau aus diesem Belz und Gelbberg Verlag. Und da habe ich auch mal reingeguckt und da habe ich auch schon mal ein paar Sachen gefunden gehabt, die ich eigentlich ganz cool fand. Zum Beispiel ist hier dieses Buch. Mal gucken, dass ihr das seht. So sieht's aus. So. Und es heißt: Und plötzlich war der Wald so still, von Moa Erickson Sandberg, oder eben Moa Erickson. Ja, ich kann das nicht deutsch aussprechen. Deutsch aussprechen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall geht es um einen Sommer, in dem alles anders wird, und es sieht irgendwie ziemlich interessant aus und hört sich auch interessant an. Es geht um ein Mädchen, das ermordet wird im Sommer und nichts ist so, wie es scheint, und alles fühlt sich anders an und klingt ziemlich interessant. Auch sonst ist hier irgendwie ziemlich interessante Sachen bei. Hier ist zum Beispiel ein Buch, das heißt: Der Ernst des Lebens macht auch keinen Spaß. Und generell finde ich es irgendwie ganz cool, was hier so alles drin ist. Vielleicht, wenn ich mal irgendwann jemals keine Bücher auf meiner Wunschliste haben sollte, die ich unbedingt demnächst haben mu muss, aber das Bedürfnis verspüren sollte, Bücher kaufen, dann weiß ich, wo ich nachsehen sollte. Und ja, so viel zu den Buchs und was ich mir so selber gekauft habe, Zeugs. Mal wieder nach längerer Zeit. Jetzt kommt ja, wie gesagt, erstmal Weihnachten. Das heißt, da hat sich das dann auch wieder erledigt mit dem Zeug selber kaufen. Weihnachten ist auch sowas, so eine Sache, ne? Also ich weiß nicht, ob ich euch da jetzt schon so ein bisschen von zuquatschen soll, aber wir haben ja jetzt noch einigermaßen Zeit und so. Deswegen kann ich euch das einmal so ein bisschen erzählen. Ich weiß, ich habe euch ja, glaube ich, schon erzählt, ich bin ja schon teilweise ein bisschen Weihnachtsmuffel und hatte jetzt auch gestern schon wieder dieses Gespräch über Weihnachtsgeschenke und weiß schon wieder nicht, was ich allen Leuten schenken soll. Weil es ist immer dieses, man möchte natürlich schon was schenken, hat aber teilweise kein Geld oder weiß nicht, was man demjenigen denn letztendlich schenken soll. Und nur einen Gutschein fände man dann wieder irgendwie zu unpersönlich. Einem fällt aber nichts anderes ein. Und Weihnachtsgeschenke. Und es ist jetzt der 23.11. Und ich mache mir darüber schon wieder seit längerer Zeit Gedanken, obwohl ich das eigentlich gar nicht machen sollte. Und es ist alles schon wieder ganz schön
Also Weihnachten und Weihnachtsgeschenke. Ne? Also ich hatte mich auch gestern nochmal mit einer Freundin so ein bisschen über Weihnachten unterhalten und ich habe dann mit ihr so ein bisschen festgelegt, Weihnachten sollte rein theoretisch circa 3 Tage, 2 bis 3 Tage vor dem 24. und vielleicht noch 2 bis 3 Tage nach dem 24. sein. Also damit meine ich jetzt nicht einfach nur dieses Weihnachtsfest an sich, sondern komplett Weihnachten in den Läden, Weihnachten auf der Welt. Nicht, dass dieses Weihnachtsmännerverkaufen im August schon anfängt und dass im November schon die Hälfte der Häuser geschmückt sind und alle Weihnachtslieder singen, sondern wirklich, dass alles anfängt so in diesen 3 Tagen vor Weihnachten. Da könnt ihr dann meinetwegen die Weihnachtslieder spielen und alles schön schmücken und mir irgendwie irgendwas zu essen und keine Ahnung. Und so 3 Tage danach, das reicht dann aber auch vollkommen aus. Und also darauf sind wir gestern gekommen. Wird natürlich niemals so sein, würde uns aber vollkommen reichen. Ja, also ja, da haben wir uns schon ein bisschen wieder drüber unterhalten, weil der Weihnachtsmarkt gerade bei uns aufgebaut wird in Neubrandenburg. Und ja, das Einzige, was wir auf dem Weihnachtsmarkt immer gut finden, sind bei uns in Neubrandenburg also ich ab und zu auch mal diese Schokobananen-Dinger. Und hauptsächlich aber das Dresdner Handbrot und sonst diese ganzen kleinen Attraktionen und diese Glühweinstände und diese Karusselldinger für die ganz, ganz kleinen Kinder, die brauchen wir nicht, haben wir entschieden. Das Dresdner Handbrot könnte da auch das ganze Jahr stehen. So viel zu Weihnachten und Weihnachten bei mir in Neubrandenburg. Vielleicht erzähle ich euch dann nächstes Wochenende ein bisschen mehr drüber. Obwohl, ich weiß noch nicht so genau, nächstes Wochenende habe ich ja auch wieder einen Auftritt, dann auch zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes. Aber da müsste ich, glaube ich, vorher Zeit haben, ein Video zu drehen, obwohl wir wieder bei der Regelmäßigkeit meiner Videos wären. Und naja, kommen wir mal zu dem Zeugs, von dem ich euch am Anfang schon erzählt habe. Und zwar war ich gestern nämlich ja den ganzen Tag mehr oder weniger verhindert. Und zwar war es so, dass die Eltern von meinem Stiefvater, beziehungsweise der Vater von meinem Stiefvater, hatte Geburtstag, der wurde 84 Jahre alt. Und da war das natürlich, das ist eins dieser Ereignisse, wo natürlich dann die Kinder sozusagen mitkommen müssen. Und da ich ja dann mehr oder weniger das einzige Kind von ihm bin, musste ich da jetzt natürlich mit hin. Und wir sind essen gegangen im Contraste. Das ist ein, ja, es ist ein Restaurant und eine Bar und eine Lounge und gleichzeitig alles und eigentlich total cool. Also, es sieht von innen auch total cool aus, alles schick eingerichtet. Ein bisschen nicht so dieses typische Restaurant-Ding, du hast da einen Raum, da stehen 3 Tische quer nebeneinander und dann kriegst du dein Essen, sondern wirklich auch sehr interessant aufgebaut und richtig cool eigentlich. Also, an sich eins der besten Restaurants, wo wir hätten hingehen können. Also, sonst gehen wir halt immer irgendwo hin, wo, wie gesagt, diese Tische quer stehen. Dann, naja. Also, da sah es auch noch schön aus. Und dann war es aber letztendlich, naja, das habe ich euch ja schon öfter mal erzählt. Ich komme immer mit Leuten, die so über 60, 70 Jahre sind, nicht so gut klar. Einfach weil ich keine Themen finde, über die ich mich mit denen unterhalten kann. Es ist immer diese Pflichtfrage, die diese Leute immer stellen, von wegen, ja, wie läuft denn die Schule? Wie lange musst du denn noch machen? Ja, so und so und so und so. Dann ist erstmal das Gespräch schon wieder beendet. Dann sitzt du da und dann reden die über ganz viel belangloses Zeug. Es ist irgendwie so, am Tisch hat sich dann irgendwie immer niemand irgendwas zu sagen. Also letztendlich ist es dann dass wir dann irgendwann anfangen, über das Wetter zu reden. Und das Lustige ist auch, dieses Kontraste, das ist gegenüber oder neben dem Bahnhofgleis. Und da kommen ab und zu mal Züge vorbei. Und es war so unglaublich langweilig bei uns, weil wir einfach so wenig zu erzählen hatten, dass wir immer, also ich eigentlich eher weniger, aber insgesamt der Tisch immer so ein bisschen ausgerastet ist, wenn ein Zug vorbeigefahren ist, weil es einfach so unglaublich spannend war zu dem, was wir da sonst gemacht haben, dass das einfach mal gewürdigt werden musste. Und ja, also das Essen war lecker. Ich habe irgendwie so eine, ich vergesse immer, wie die Dinge heißen, diese Nudeln, die gefüllt sind. Bei mir war das gefüllt mit Käse in einer milden Tomatensauce mit Mozzarella gegessen. War eigentlich ganz lecker. Wie gesagt, also das Essen war gut, die Teller sahen lustig aus und auch das Ambiente war schön. Also wie gesagt, das Restaurant an sich hat mir eigentlich richtig gut gefallen. Nur irgendwie, naja, ne? Die Gesellschaft nicht, hört sich jetzt wieder so schlecht und abwertend an. Und eigentlich habe ich auch gar nichts gegen alte Leute, aber es ist einfach so,
Man hat sich einfach so überhaupt nichts zu sagen. Naja, und dann war es so, dass ich am Abend noch 24-jähriges Bestehen von meiner GLT hatte. Und das war dann so, dass wir uns um 17 Uhr treffen mussten. Und das Essen ging von, also das Essen mit den Großeltern ging von 12:30 Uhr, glaube ich, bis circa 14 Uhr. Und dann hatte ich ja von 14 Uhr bis 17 Uhr noch Zeit. Und es hat sich für die 3 Stunden nicht gelohnt, wieder nach Hause zu fahren, weil das Nachhausefahren dauert ja auch eine Weile. Und dann, naja, auf jeden Fall musste ich dann diese 3 Stunden drin bleiben. Hatte mich zum Glück dann noch mit der Freundin verabredet, die dann noch gekommen ist. Dann sind wir noch einen Kaffee trinken gegangen, haben ein bisschen gequatscht. Da haben wir uns dann auch über dieses Weihnachtszeug unterhalten. Und ja, so auf jeden Fall war das dann. Habe ich mir dann halt noch die Zeit vertrieben, ganz gut. Also auf jeden Fall besser, als wenn ich da jetzt 3 Stunden rumgesessen hätte. Ich meine, da hätte ich mal wieder gehabt, Zeit zum Lesen gehabt. Das stimmt natürlich. Aber irgendwie hatte ich da dann auch nicht so. Also es war dann einfach nur so ich fand das einfach ein bisschen kacke. Es gibt einfach diese ab und zu, auch bei mir in der Schule ab und zu einfach diese Zeiten, so wie eine Freistunde vor Religion. Das ist so, ich bin für Freistunden, ab und zu muss man ja, wenn man schon so viel Unterricht hat, auch mal, ne? Aber das ist so eine komplett unnötige Freistunde. Und es gibt ganz, ganz oft so eine Sache, dass einfach diese Zeit ist einfach unnötig, dass sie einfach da ist, weil ich in dieser Zeit einfach so viel anderes hätte machen können. Zum Beispiel, wenn es noch genug Zeit gewesen wäre, um noch nach Hause zu fahren, hätte ich jetzt nochmal den Weekend-Vlog drehen können oder sowas. Hat ja nicht so gut dann funktioniert. Und dann, naja, habe ich ja zum Glück dann noch die Zeit etwas sinnvoller verbracht zusammen mit einer Freundin. Und naja, dann um 17 Uhr war es dann halt so, dass wir da halt hingegangen sind, haben uns umgezogen. 24-jähriges Be oder bestehende GET läuft eigentlich ja immer relativ gleich ab. Wir kommen, ziehen uns um. Irgendwas passiert immer. Also irgendwie ist dieses Jahr ein kleines Kind. Die hat auf dem Stuhl rumgerackt und ist dann umgekippt und mit dem Kopf irgendwie auf dem Tisch. Aber es geht ihr gut. Also bei Kindern ist das ja so, die fallen hin, dann schreien sie kurz rum, 3 Stunden später haben sie es wieder vergessen. Aber also es ging ihr noch gut, also es war nichts großartig, wenn ich das richtig verstanden habe, ist zum Glück nicht ganz so schlimm aufgekommen. Und dann ist es so, dass oder fast jeder einen Ausschnitt aus einem aktuellen Programm zeigt. Wir haben halt wieder einen Ausschnitt aus der Meerjungfrau gezeigt. Und dann ist sozusagen die richtige Feier erst mit kleinem Buffet und ein bisschen Quatschen. Und ja, wir wussten ja dieses Jahr noch nicht so genau, wie das werden soll, weil wir sind ja im August umgezogen und wir sind jetzt in einem Keller. Und das hatte für mich bis jetzt eher nur so, also überwiegend negative Eigenschaften. Und jetzt war es aber so, also wie gesagt, ich dachte auch so, naja, das wird jetzt wahrscheinlich nicht so. Also es war schon anders als in anderen GET. Man hat es schon gemerkt, aber es war jetzt nicht doof und so. Es war auch so, dass unser Vorstandsvorsitzender, ja, so irgendwie, so ein Vorstandsvorsitzender, der ein ehemaliger Theatermitspieler war, der hat auch eine Rede gehalten über den Keller, wo er auch ziemlich viele positive Eigenschaften aufgezählt hat, die mir so gar nicht eingefallen wären. Also hat sich meine komplette Sichtweise auf den Keller auch ein bisschen geändert. Zum Positiveren hin. Und generell ist eigentlich dieser Sinn der Feiern für mich immer meistens dann Leute zu treffen, alte Theaterschauspieler, oder Theaterschauspieler, also die alte Theatermitglieder, die man halt sonst meistens nicht sieht, weil sie arbeiten oder studieren oder weg sind einfach und die dann ab und zu mal kommen. Ein paar, also aus meiner alten Gruppe sind jetzt leider nicht so viele gekommen, nur eine, aber die ist dafür wenigstens gekommen, von der höre ich ja sonst auch immer fast nichts. Ist schön, dass sie mir mal wieder gesehen haben. Lebenszeichen sind doch echt was Tolles. Dann noch ein anderer, über den ich mich auch sehr gefreut habe, den ich auch schon eine Weile nicht gesehen hatte. Und dann hat man sich halt noch ein bisschen unterhalten. Unter anderem war es sogar so, dass ich mich am Ende des Abends über Mathe unterhalten habe. Was ja eigentlich nicht gut ist. Also ich bin ja mehr so dafür, andere sind dafür, Arbeit und Privatleben zu trennen. Ich bin dafür, Schule und Privatleben zu trennen. Und habe dann aber auf einmal irgendwie angefangen, obwohl ich hab eher weniger geredet, aber ich höre ja auch gerne zu. Und ja, das war eigentlich an sich ganz cool. Also haben halt mal ein bisschen erzählt, wie geht's den Leuten, wie geht's uns. Dann haben wir gegessen und wie finden sie den Keller. Und eigentlich ganz cool. Wie gesagt, ein paar Leute haben halt so ein bisschen gefehlt.
Und einige mussten dann halt auch ein bisschen früher los. Wir haben jetzt auch nicht so lange gemacht wie sonst, weil wir da auch raus mussten irgendwie relativ früh. Und ja, war aber eigentlich, wie gesagt, gar nicht so schlecht und auf jeden Fall schön wieder ein paar alte Leute, bekannte, ältere, lange nicht, ja, ihr wisst, was ich meine, gesehen zu haben und ja. So viel dazu. Ich könnte euch jetzt noch ein bisschen was über meine Klausuren erzählen, falls ihr ein bisschen mich bemitleiden wollt. Ich schreibe am Montag in den ersten beiden Stunden eine Physikklassenarbeit über Kinematik und Dynamik. Total spannende Themen und dafür muss ich auf jeden Fall noch lernen, weil die Theorie von Kinematik und Dynamik kann ich eigentlich ganz gut. Nur ist jetzt halt wieder dieses Theorie Teil 1, Berechnungsteil. Was habe ich da gekriegt? Drei oder zwei? Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall ist irgendwie diese Theorie und dieses Verstehen von einer Sache ist eigentlich, das kriege ich eigentlich ganz gut hin. Wenn dann Mathe dazu kommt, ja, und deswegen muss ich noch ein bisschen mir gucken, dass ich die Formeln einpräge und so ein Zeugs. Und ja, das schreibe ich auf jeden Fall am Montag. Am Donnerstag müsste ich dann, glaube ich, einen Biotest schreiben. Über das dritte Mendelsche Gesetz, glaube ich, und Stammbäume und wir haben ja gerade Genetik und so, Kreuzen und Stammbäume und Zeugs. Und am Freitag in der letzten Stunde, das passt ganz gut, weil die Woche beginnt mit einer Klausur in den ersten beiden Stunden und die Woche endet mit einer Klausur in der letzten Stunde. Und zwar eine Klausur in Religion, die schreibe ich über Kirche im Dritten Reich. Also alles, was wir bis jetzt so gemacht haben. Also Widerstand und Kirche im Dritten Reich eben. Und naja, eine Klassenarbeit in der letzten Stunde schreiben ist natürlich. Ja, genauso. Werde ich dann wahrscheinlich am Freitag auch da sitzen. Aber ich denke, das ist doch eins noch mit der einfacheren Themen. Also Mathe in der letzten Stunde schreiben ist, glaube ich, ein bisschen schlimmer als Religion in der letzten Stunde schreiben. Und naja. So ist das. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich dann in der nächsten Woche schon die Geschichtsklausur schreibe. Von der graust es mir irgendwie noch am meisten. Da muss ich nämlich, glaube ich, noch mit am meisten lernen. Aber naja, da gucken wir mal. Das wird schon alles klappen. Und ja, dann war es das, glaube ich, auch für heute. Ich hoffe, es war einigermaßen interessant. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie das bei euch so ist. Gerade so in der Schule oder so. Und ihr wisst ja, ich lese die Kommentare immer sehr gerne. Und ihr könnt mir auch schreiben, obwohl ich sehr zu bezweifeln wage, ob einer das Buch von Karen Fox Lee kennt, das Nachtblaue Kleid, oder wie ihr George Ezra findet. Das interessiert mich auch sehr. Und ob ihr ihn besser versteht als ich. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und würde sagen, wir sehen uns gleich nochmal auf der Endcard. Bis gleich. Hallo! Und herzlich willkommen, wollte ich gerade sagen. Auf der Endcard, weil, ne? Okay, also, und damit findet ihr meine letzten beiden Videos. Wie immer ist einmal mein letzter Weekend-Vlog und meine Video zu den neu erscheinenden Büchern im Monat November. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Und ja, ganz unten in der Infobeschreibung findet ihr alle wichtigen Social Media Links zu Facebook, Twitter, Instagram, Goodreads und meinem Blog. Wenn ich daran denke, verlinke ich euch auch noch irgendwie die George Ezra CD und das Buch von Karen Foxley. Und ja, wie gesagt, dann freue ich mich auf eure Kommentare. Ich danke. Bedanke mich bei euch nochmal fürs Zusehen und hoffe, wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Bis dahin, tschüss!